25 Tabletten Magnesium-Tabletten am Tag, damit du das nicht machen musst und du trotzdem eine gute Voraussetzung für deine Schwangerschaft hast, mit Magnesium als wirklicher Allrounder, das erfährst du in diesem Video. Wie schön, dass du wieder da bist auf dem Live Love Baby Kanal. Wenn du heute zum ersten Mal zuschaust, ich bin die Melissa, ich bin Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach, selbst Mama mittlerweile von 2 gesunden Kindern und meine Mission ist es, dass ich dich auf deinem Weg zum Wunschbaby begleiten kann und dich mit den wichtigsten Infos dazu versorgen kann. Heute mal zum Thema Magnesium. Warum ich das eben mit den 25 Tabletten gesagt habe, das erzähle ich dir gleich. Ich möchte nämlich dir erst einmal erklären, was Magnesium überhaupt ist und wofür wir das überhaupt brauchen. Denn Magnesium ist eines der bedeutendsten Mineralien für die Gesundheit und wir können es nicht über die Nahrung aufnehmen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Magnesium entsprechend von außen zuführen. Magnesium gibt es nie in Reinform wirklich. Es ist in der Natur elementar, aber wir nehmen das immer über Verbindungen auf. Ja, also wir müssen immer darauf achten, dass wir eine korrekte Form von Magnesium nehmen, damit es eben auch wirken kann. Wir haben ganz oft das Problem, dass es einen Magnesiummangel gibt. Ja, also wir sollten schon darauf achten, dass wir ausreichend Magnesium da haben, denn es wirkt wirklich wie ein Allrounder. Also erst einmal ist es so, dass Magnesium entspannt. Also es ist wirklich entspannend für die Gebärmutter und das beeinflusst eben positiv auch die Empfängnis. Ja, also wenn die Gebärmutter jetzt nicht verkrampft und so weiter, wenn die Muskeln entspannt sind, wenn du selbst entspannt bist und es vor allem weniger Störfaktoren gibt im Körper, wie zum Beispiel Wadenkrämpfe oder Verdauungsprobleme oder so, dann hast du eben auch den Vorteil, dass sich das positiv auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Und es ist übrigens auch positiv für die Spermien deines Mannes, also die beflügeln die regelrecht. Und deswegen ist Magnesium so wichtig. Du hast einen grundsätzlichen Magnesiumbedarf und der steigt aber bei Stress. Ja, also wenn du sehr viel Stress hast, egal in welcher Form, ob das jetzt mental ist oder körperlich, zum Beispiel sowas wie Blutzuckerschwankungen sind auch Stress für Magnesium und man sagt ja so schön, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil Blutzuckerschwankungen sind auch oft ein Ergebnis von Magnesiummangel. Das bedeutet, dass du mit Magnesium Blutzuckerschwankungen ausgleichen kannst, wobei man immer, der erste Faktor ist immer die Ernährung. Also die Ernährung mit der Ernährung und mit deinem Management von Kohlenhydrataufnahme beispielsweise kannst du deinen Blutzuckerspiegel nachhaltig beeinflussen, positiv. Und Magnesium ist eben ein wichtiger Baustein dafür. Ne? Ein wichtiges Element in diesem Blutzuckermanagement, nenne ich das jetzt mal. Außerdem trägt Magnesium eben zur Funktion des Nervensystems bei und das ist eben halt nicht nur für dich wichtig, sondern auch für dein Kind, weil auch da werden ja neue Zellen gebildet. Es ist wichtig für die Zellregeneration, also dass sich die wieder aufbauen können, dass sich das Nervensystem aufbaut und da auch wieder nicht nur bei dir, sondern eben auch später bei deinem Kind. Ne? Also dass es auch in der Schwangerschaft sich gut entwickeln kann und echt noch ein super Faktor, wenn du im Kinderwunsch schon Magnesium auffüllst, wenn du in der Schwangerschaft keinen Mangel hast, sondern da auch wirklich einen guten Status quo, dann kann das auch gegen Übelkeit helfen, weil Übelkeit hat verschiedene Faktoren, verschiedene Gründe. Ich spreche jetzt nicht von dieser Hyperemesis, von dieser Extremform von ständigem Erbrechen, Übelkeit in der Schwangerschaft. Da ist auch die Studienlage irgendwie ganz schwierig. Man hat irgendwie immer noch nicht rausgefunden, woran das genau liegt. Aber so diese normale
Schwangerschaftsübelkeit so in den ersten Wochen, ne, die kommen aus verschiedenen Gründen, nämlich entweder Blutzuckerschwankungen oder Nährstoffmangel. Das hat ganz viele verschiedene Faktoren, aber eins davon ist eben ein Magnesiummangel. Und um dem vorzubeugen und auch der Müdigkeit, die man so manchmal extrem empfindet, auch in den ersten Schwangerschaftswochen oder vielleicht auch jetzt schon davor im Kinderwunsch, da kannst du eben mit Magnesium entgegenwirken, ja, und du kannst dieses Phänomen auch unterstützen. Die Herausforderung an der Feststellung, ob du an Magnesiummangel leidest, ob du das gerade hast, ist, dass das über das Blut sehr schwer rauszufinden ist, weil nur 1% des Magnesiumgehalts sich im Blut befindet und der Rest ist tatsächlich in den Knochen, in den Zellen, im Gewebe, in Organen und die untersucht man ja jetzt nicht einzeln, das ist eingelagert und deswegen kann man das recht schwer erkennen. Das kann man dann eher so an den Symptomen ausmachen, also wenn du sehr oft müde bist, wenn du diese Blutzuckerschwankungen hast, das bedeutet einfach, dass du nach dem Essen extrem in den Tief fällst oder auch so ohne das Essen einfach mal so extrem müde bist, häufig über den Tag verteilt. Wie gesagt, da gibt es zwei wichtige Einflussfaktoren und das ist zum einen deine Ernährung, wie du dein Essen managt, wann du isst, wie viel du isst, was du isst vor allem. Aber es hat eben auch mit dem Magnesium zu tun. Und das kannst du damit gut beeinflussen. Du merkst es natürlich, das ist der Klassiker, wenn du ganz viele Krämpfe hast, so Wadenkrämpfe nachts, ist so der Klassiker, wo man denkt, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Magnesiummangel und ich brauche auf jeden Fall da mal eine Magnesiumtablette. Ja, das gibt es ja, ist weit verbreitet. Und wenn du beispielsweise PCOS hast, wenn das schon bei dir diagnostiziert wurde, ist auch ein super wichtiger Faktor oder wichtig zu wissen, dass bei diesen Syndromen wie PCOS eben Magnesium zusammen mit Inositol super wirkt. Ne? Weil da ist ja auch oft das Problem, eine hormonelle Verschiebung hat auch oft auch mit Blutzuckerschwankungen zu tun beispielsweise und da hilft das ganz gut. Was Inositol ist, da gibt es dann nochmal ein extra Video dazu, aber jetzt sei schon mal gesagt, zusammen mit Magnesium ist es wirklich ein guter Faktor bei PCOS. Und das hat auch noch einen anderen wichtigen Faktor. Es gibt ja schon ein Video zum Thema Vitamin D. Und wir brauchen Magnesium, Vitamin D zu bilden bzw. verwerten zu können im Körper. Deswegen brauchen wir Magnesium allein schon dafür. Wir brauchen das für die Regeneration von Muskulatur. Und das ist eben auch das, was dein Kind dann später braucht. Ne? Nervensystem, Muskulatur. Wir brauchen Magnesium, um Stresshormone abzubauen. Und Stress ist wirklich ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel bei der Schilddrüse, Gesundheit der Schilddrüse. Bei der Hormonbalance im Allgemeinen hat Stress einen ganz wichtigen Einflussfaktor. Ne? Du erinnerst dich vielleicht, Cortisol frisst Progesteron regelrecht auf, verbraucht Progesteron. Deswegen brauchen wir eben etwas, um unsere Stresshormone ein bisschen zu kontrollieren. Neben der Erhöhung der Stressresilienz, also wie du mit Stress umgehst und eben mental vom Mindset her das Thema Stress behandelst, wie du deinen Stress managst, ne? Also auch aktiv in der täglichen Umsetzung hat einen Faktor, aber eben auch Magnesium. Ja, das ist eben auch ganz wichtig. Warum habe ich das jetzt eben mit den 25 Tabletten gesagt? Also worauf musst du achten, wenn du Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel nimmst? Magnesium gibt es mittlerweile fast überall zu kaufen, in allen Drogerien, in Tablettenform, diese Brausetabletten, die man irgendwie ins Wasser tut, dann schlucken kann, als Pille. Magnesium und ganz oft ist da entweder Magnesiumoxid oder Magnesiumcitrat drin. Bei dem Magnesiumoxid, das Magnesiumoxid als Verbindungsform, hat nur eine Bioverfügbarkeit von 4%. Jetzt kann man sich ausrechnen, wenn du eine 300 Milligramm Tablette hast, sind das nur 12 Gramm Magnesium. Das bedeutet, wenn du einen Magnesiumbedarf, reines Magnesium, ne, einen Bedarf von reinem Magnesium von 300 Milligramm hast, dann müsstest du am Tag 25 Tabletten nehmen von diesen Magnesiumoxid-Tabletten, um auf deinen Wert zu kommen. Also du sollst ja keine Pillenparty feiern. Im besten Fall nimmst du ja Magnesium mit einer Tablette, so wie du es brauchst.
So, und dann gibt es noch ein Problem mit Magnesiumcitrat. Bei Citrat ist es oft so, dass das diese Durchfälle hervorruft, die man vielleicht kennt, wenn man mal zu viel Magnesium genommen hat. Dann wirkt das nämlich genau in die Gegenrichtung, dann entkrampft das nicht, sondern dann führt das zu Durchfällen. Dann kriegst du ja erst recht irgendwie Magen-Darm-Probleme, Krämpfe. Und das Problem ist, wenn du dann eben den Wasserverlust hast durch den Durchfall und dann Nährstoffverlust dadurch, dann hast du genau das Gegenteil erreicht. Dann verlierst du nämlich ganz viel von den Nährstoffen, von Wasser, was du dann wieder auffüllen musst. Also das ist wirklich ein Teufelskreis. Deswegen achte da auf eine gescheite Verbindung, die eben besonders bioverfügbar ist. Das ist eben meistens Magnesium-Orotat, Glycinat, am besten in einer Kombination zusammen. Damit du dann ja einfach gut aufgestellt bist und damit du einfach auch am meisten von dem Magnesiumpräparat profitierst. Schau einfach mal bei deinem Kombiprodukt, was da hinten drauf steht, was da wirklich drin ist, oder wenn du ein einzelnes Produkt nimmst, was da so drin ist, ne, da kannst du einfach mal drauf schauen, dann ist es, wird das auch ein bisschen klarer, was da hinten immer so drauf steht, ne, und ob das auch wirklich bioverfügbar ist. Und ich bin immer der Meinung, so setze ich das für mich um, ich bestelle mir immer dann ein eher höherwertiges Produkt, weil ich eben nicht so viel davon nehmen will als Einzeltablette, sondern ich möchte gerne, dass in diesem Produkt schon das drin ist, was ich auch wirklich brauche am besten, und ich das dann eben effizient damit auffüllen kann, damit ich eben, wenn es einen Mangel gibt, also wenn da ein Mangel besteht, damit ich auch in der bestmöglichen Zeit diesen Mangel eben auch wieder auffüllen kann, damit ich meinen Körper, Immunsystem auch bestmöglich unterstützen kann, ja, damit ich nicht so schnell krank werde oder im Fall Kinderwunsch eben auch schneller schwanger werde und gesünder schwanger werde, ja, damit ich da eben ausreichend Nährstoffe habe, um mich selbst zu versorgen, aber auch das Kind, ja, und das kannst du ja für dich auch entscheiden, das so zu tun, und dafür hast du jetzt ein paar Informationen an der Hand. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du bei dir rausgefunden hast, ob du schon in dem Produkt das richtige Magnesium mit drin hast, was du für Erfahrungen vielleicht schon mit Magnesium gesammelt hast, ob dir das hilft, ja, weil dieser entspannende Faktor ist auch natürlich im Kinderwunsch toll, aber auch in der Frühschwangerschaft vor allem. Richtig gut, wenn man da mal irgendwie Krämpfe hat oder so, ne, das kann man einfach damit vorbeugen, ne, dass man sich auch nicht so unnötig Sorgen macht, ne, warum habe ich jetzt eine Krämpfe, Unterleibsschmerzen, in den meisten Fällen oder in manchen Fällen kann das eben auch durch Magnesium wieder weggehen, wenn man sich irgendwie anspannt, die ganze Zeit angespannt ist, dann neigt man eben auch eher dazu, mal Krämpfe zu bekommen, und mir hat das dann immer sehr, sehr gut geholfen, ne, auch in der Schwangerschaft, auch später bei. Ich hatte zum Beispiel frühzeitige Wehen, da habe ich auch Magnesium genommen dagegen, und es hat auch gut geholfen. Also von daher, schau es dir sehr gerne mal an. Ich freue mich über deine Kommentare und über deine Nachrichten. Wenn du wissen möchtest, was du Schritt für Schritt tun kannst, um deinem Wunschkind näher zu kommen, dann schau dir sehr gerne den Online-Kurs an. Da sind eben die Themen Ernährung, Darmgesundheit, Nahrungsergänzungsmittel, was wir jetzt gerade hatten, einfach nochmal sortiert, Hormonbalance herstellen, Mindset. Da habe ich für dich mal so einen Weg skizziert, der meiner Erfahrung nach gut funktioniert. Das sind die wichtigsten Basics. Und wie gesagt, ich hätte mir das damals gewünscht, dass mir jemand so einen Weg mal zeigt, was man machen kann, was gut funktioniert aus Erfahrungswerten, und mir die Informationen so ein bisschen sortiert, die da draußen in Hülle und Fülle herumschwirren. Und das möchte ich dir jetzt eben zur Verfügung stellen, ne? Dass du davon profitierst, von diesen sortierten, konsolidierten Informationen, dass du dir das, was du brauchst, daraus ziehen kannst und gegebenenfalls auch Step by Step, Schritt für Schritt da durchgehst, ne? Damit du einfach deinem Wunschkind näher kommst und gesund und fit durch die Schwangerschaft gehen kannst. Also, ich freue mich, von dir zu hören und natürlich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut!